Hallo und willkommen bei der mittlerweile 13. Folge bei der 100 Baby Challenge bei The Sims 4. Es ist mitten in der Nacht und Cheria möchte baden gehen, deswegen habe ich hier das Spiel mal begonnen. Also das Video mal begonnen. Und während die beiden Kinder noch schlafen, können wir mit ihr schon ein bisschen das Bild verkaufen, also sie zu Ende baden lassen. Und auch was kochen. Ja, mittlerweile ist auch Juri wach geworden. Er hat ja am Vortag schon ein bisschen vorgeschlafen. Deswegen ist er jetzt auch, ist die Energie auch höher als bei den anderen. Er kann aber den Kunsttisch, diesen Kinderkunsttisch, ein bisschen aufräumen. Da unsere letzte Folge eine neue Künstlerin hieß, wegen der Staffelei von Cheria. Praktisch haben wir ja den Kunsttisch der Kinder auch neu. Also es ist eine Kunstfolge. Und Juri kann auch direkt mal ein paar Bilder malen in der Zwischenzeit, während Cherry das Frühstück vorbereitet. Ja, so beginnt praktisch der Dienstag dieser noch kleinen Familie. Mittlerweile ist das Kochlevel von Cheria erneut angestiegen. Das heißt, sie kocht auch immer besser. Die Küche fackelt nicht ab, wie sie schon einmal abgefackelt ist durch dieses merkwürdige Radio. Ja, das Radio haben wir immer noch nicht. Wieder. Das merkt man an der fehlenden Hintergrunddudelei. Während wir jetzt warten, bis Estelle wach wird oder irgendwas passiert, kann ich auch mal vorspulen. Das Bild geht nicht an die Wand, also kriegt ihr es jetzt ins Inventar. So, in der Zwischenzeit hat sich Cherias Angelfähigkeit auf Level 7 gesteigert. Die Kinder haben das Bad versaut, Estelle ist aufgestanden und war erstmal baden auf Toilette und dadurch sind die Sanitärobjekte dreckig geworden, die Cherry ja gerade putzt. Juri hat in der Zwischenzeit gemalt und ist jetzt auf dem Weg zur Schule. Die Rechnungen sind hereingekommen, das heißt, wir haben kein Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Jetzt werden erstmal wieder Steine gesammelt durch Cheria. Aber, durch Juri, weil Juri ist noch angewählt. Irgendwie habe ich da einen Fehler gemacht. Wie ich merke. So, Estelle kann das jetzt mal, Cheria kann das jetzt mal machen. Zu viele Namen. Es sind nur drei, aber egal. Und beim Steine sammeln spule ich euch das mal wieder vorne. So, wie wir sehen, ist unser Stalker Ralf wieder vor Ort. Den können wir jetzt erstmal begrüßen. Naja, er ist ja schließlich unser allererster Freund und Vater. Und, während Sebastian sich nicht so häufig blicken lässt, Marvin war noch gar nicht zu Besuch. Also, ist das Marvin? Oder ist das Max? Die haben beide Cappies auf, ne? Jedenfalls, es ist Max. Oh, das passt ja. Die Rechnung müssen wir auch noch bezahlen. Das machen wir direkt erstmal, weil sonst wird der Strom abgestellt. Und dann können die beiden Kerle eventuell reinkommen oder auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Ja, zumindest Ralf kommt rein und macht die Küche sauber, so wie es sich für einen nicht hier wohnenden, einer von vielen Männern gehört. Es geht Cheria nicht so gut, sie hat Hunger und es ist dreckig, viele verschiedene Sachen.
Auch Juri, der gerade von der Schule kommt, ihm, der ist auch nicht so fit, ist müde, muss duschen. Eine Dusche haben wir noch nicht. Ja, nur Estelle, der geht's ganz gut. Ich kann jetzt direkt erstmal die Hausaufgaben machen. Ist ja schließlich eine gute Schülerin. Und die Malereifähigkeit von Cheria können wir ein wenig durch die Staffelei steigern. Na, lange hat das Malen jetzt nicht gedauert. Ja, erstmal Ralf abknutschen. Knutschen könnt ihr noch. Ja, Max ist ja zum Glück nicht da, sonst hätte es wahrscheinlich eine Prügelei gegeben. Ich bin nur gespannt, wann die ersten Väter aneinander ecken werden, wenn die merken, dass Cheria als Flittchen einmal durch die ganze Stadt pimpert. So, da klopft der Nächste an der Tür, der Max. Man kann natürlich jetzt ein paar Punkte auf Vorrat sammeln. Das Klo ist schon wieder kaputt. So ist das mit billigen PC-Einrichtungen, Sanitäreinrichtungen. Juri schläft immer noch. Und Estelle geht es ganz gut soweit. Die macht jetzt nicht so viel Schwierigkeiten. So, das Bild wird erstmal gekauft, um ein bisschen Geld wieder reinzukriegen. Wir hatten schließlich nur noch 2 Simoleons. Na, zumindest ist Juri selbstsicher aufgewacht, kann jetzt selbstsicher seine Hausaufgaben machen. Ah, Estelle geht's auch nicht ganz gut. Natürlich, das Bad ist überflutet. Das sieht nicht so. Habe ich jetzt gerade auf Aufwischen gedrückt? Jo. Kann sie erstmal putzen. Kinder dürfen auch helfen. Während die Mutter müde auf dem Bett ein Nickerchen macht. Und nach dem Putzen kann sie ihre Sozialfähigkeit ein bisschen erhöhen. Haben wir da eigentlich schon Level 4 erreicht? Ich weiß es gar nicht. So, Sebastian ruft seinen Sohn an. War Ralf nicht schon gerade da? Ist er wieder da? Ein ziemlich nerviger Zeitgenosse. Ist er. Aber zumindest räumt er die Bude auf, ne? Das ist viel wert. Oh, kommt da gerade Sebastian rein? Und Ralf steht auch noch vor der Tür. Hab gerade noch drüber gesprochen, dass Sebastian sich so selten blicken lässt. Naja, aber Ralf toppt keiner. Und Sebastian quatscht ein wenig mit seinem Sohn. Komisch, dass er dunkle Haare hat, während Sebastian blond ist. Er hat 2 dunkelhaarige Kinder. Klar, bei Ralf mit seinen dunklen Haaren ist das ja völlig in Ordnung. Estelle redet auch mit ihrem Papa. Sind beide mit ihren Vätern vereint. Das ist doch auch was Schönes. Ach, Sebastian scheint aufzuräumen. Einmal die Bücher. Das ist doch nett, da braucht man sich keine Putzfrau. Gönne. Während die Männer, wenn sie zu Besuch sind, einmal schön aufräumen. Ja, Estelle spielt inspirierend und hat jetzt Level 4 der Sozialfähigkeit erreicht. Das war ja unser Ziel. Das ist doch ganz gut. Was muss sie noch haben? Ja, Hausaufgaben hat sie auch noch nicht fertig. Da kann sie jetzt direkt mal weitermachen. So, Cheria kann jetzt wieder ein Bild malen. Sie hat sich gerade noch ein bisschen mit Sebastian unterhalten, aber nur ganz kurz. Und die Männer. Was hat er jetzt gerade gemacht? Die Bücher alle abgelegt? Warum legt er die nicht ins Regal? Egal. Estelle ist schlafen gegangen und Cheria malt weiter ihr Bild, damit es verkauft werden kann. Ja, geht jetzt auch schlafen. Der Tag, der neigt sich auch dem Ende zu.
Wir haben, also das verkaufen wir jetzt noch kurz, das Bild. Juri ist noch baden. Er hat gerade, als er am Esstisch saß, stank er ein wenig rum. Und, ja, wenn die Mutter reinkommt. Peinliche Situation im Badezimmer. Ja, ist auch beschämt. Oh Gott, der arme Junge. Dabei ist er doch noch ein kleiner Junge. Da ist es doch gar nicht so schlimm. Ja, kann jetzt aber auch erstmal schlafen gehen. Ja, die Hütte ist irgendwie ganz schön voll, wenn die beiden Väter zu Besuch sind. Aber die zoffen sich nicht. Ja, Ralf guckt, sie schläft. Beide gucken, ob die Kinder noch schön schlafen. Die unterhalten sich sogar. Wie lustig. Ich lasse jetzt noch mal ein bisschen laufen. Na, okay, Sebastian ist gegangen. Ralf wacht über die schlafenden Kinder. Und liest. Ich sagte mal, das ist eigentlich ein guter Breakpunkt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao.